Gut, jetzt haben wir eine ganze Reihe an nützlichen Informationen besprochen. Aber gerade noch mal so in die Runde, was ist denn so euer persönliches Highlight gewesen? So? Also prinzipiell kann man sagen, das Auslandssemester an sich war ein ganzes Highlight. Was mir ganz besonders gefallen hat, war zum einen die Kultur in Spanien, das Essen, Tapas-Essen. Ganz besonders war der Mercado, ist eine Markthalle, die auch jeden Donnerstag offen war für die Erasmus-Studenten, wo man günstig das ein oder andere Getränk trinken kann und danach, wenn man kann, noch weiterziehen kann, will. Ja, muss man dazu gleich sagen, mit DJ, mit also der Mercado ist voll, also die Markthalle ist voll mit jungen Leuten. Ihr kommt mit so vielen unterschiedlichen Kulturen in Kontakt. Der wird der kleine der Freitag Treffpunkt. Gefeiert, kann man ja, sagen. Das, ist der Treffpunkt, ja. Das müsst ihr mir nachher mal aufschreiben. Da war ich jetzt noch nicht. Also wirklich günstig, also muss man auch hier ehrlich sagen. Also da gibt es wirklich dann auch Desperados für 1 Euro und solche Sachen, was sich wirklich dann einfach lohnt, da gemütlich abends noch das ein oder andere Despo zu schnappen. Allerdings nur bis 23 Uhr, also wenn man ein bisschen später kommt, muss man halt Gas geben. Geht aber auch. Nee, genau. Mein Highlight oder das absolute Highlight für uns, glaube ich, alle, waren die Fiesta de Pilar. Das ist wie so eine Woche Ausnahmezustand um den spanischen Feiertag drumherum. Würde ich jetzt im Nachhinein sogar sagen, selbst wenn ihr noch nie in Saragossa wart, wenn ihr da auch kein Auslandssemester macht, könnt ihr auch einfach so hingehen. Also es lohnt sich, eine Woche Ausnahmezustand in Spanien, in Saragossa zu genießen. Das Gefühl, jeden Tag irgendein Umzug, da ist jeden Tag feiern von morgens bis abends. Das ist eine Riesenbühne aufgebaut mit, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze mal, mehreren Zehntausenden von Menschen auf diesem großen Platz vor dieser riesen Kirche, vor dieser Basilika. Unterschiedlichste Sachen, das sind DJs vor Ort, da gibt es auch Konzerte von Bands und abends kann man dann trotzdem noch in den Club zum Beispiel feiern gehen. Also es sind da keine Grenzen gesetzt, da kann man eine Woche mal richtig Festival im Festival-Style genießen. Ja. Und im Gegensatz zu anderen spanischen Festen laufen keine wild gewordenen Stiere durch die Gassen. Das muss das, man auch. Das kann man das auch. Sicherer, gerade wenn man noch ein bisschen was getrunken hat. Ja, absolut. Also allerdings ist in der Woche sind auch Stierkämpfe. Also ja. Saragossa hat eine Stierkampf-Arena. Da gibt es einmal, also es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Einmal traditionell und einmal nicht traditionell, sage ich jetzt mal. Tatsächlich kann man sich da anmelden. Es gab auch Leute, die sich das überlegt haben. Und man kann dann da rein und dann kommen da junge Bullen rein und die Leute rennen halt vor den Bullen weg. Wir haben es uns angeschaut. Mir persönlich hat es nicht so gefallen. Ich wollte es mal sehen. Ja, weiß jetzt, dass es nicht, mir hat es nicht gefallen. Ja, war eine Erfahrung wert. Ganz witzig. Richtig. Ja, also auch noch ein weiteres Highlight ist einfach dieser Tubo, wie schon auch vorhin erwähnt. Ja, man kann einfach rausgehen in verschiedene Tapas-Bars. Es gibt ganz unterschiedliche Tapas, auch wirklich was ganz anderes, was wir eigentlich kennen. Richtig, richtig leckere Sachen und auch wirklich ein Tipp, esst euch nicht an einer voll, sondern zieht ein bisschen weiter, esst mal da eins, mal da und trinkt natürlich immer dazu ein Bierchen, ist ja auch ganz nett. Haben wir sehr oft gemacht, ist einfach richtig cool und es ist nicht teuer. Also es ist wirklich gar nicht teuer. Da trefft ihr einfach andere Leute im Tubo, da laufen immer Leute über den Weg, immer bekannte Gesichter, die man irgendwie kennt und danach kann man immer noch weiterziehen in irgendwie eine Bar, in einen Club. Also der Tubo ist wirklich so der Dreh- und Angelpunkt. Genau. Ja, nochmal ein weiteres Highlight, absolut für mich persönlich einfach das Leben dort. Wirklich, wie der Jonas schon gesagt hat, das Tapas-Essen, in die Bars gehen, in die Cafés zusammensitzen, sich im Park treffen, zusammen Sport machen. Es gibt so viele Sportangebote dort, die man nutzen kann, vor allem von der Uni, was ich so von der Hochschule hier bei uns jetzt nicht so gekannt habe, waren eigene Sporthallen, die Uni zur Verfügung hat, wo man sich selber einmieten kann, wo man mit Freunden zusammen was erleben kann, wo man im Park zusammen sitzen kann und einfach den Tag, ja, in den Tag reinleben kann. Also das war für mich somit auch eins der größten Highlights. Was man auch sagen muss, Saragossa, es ist eine große Stadt, es sind viele Einwohner, es gibt viele Einwohner, aber es war wirklich doch auch alles ein bisschen zentral. Ja. Also dann ab und zu, wenn wir mal einen Ausflug in Madrid waren oder in Barcelona, es ist auch wunderschön, macht es auf jeden Fall, wie gesagt, mit dem Zug easy zu erreichen. Aber der Überblick in Saragossa, den hat man wirklich ziemlich schnell. Also du kennst dich ziemlich schnell aus, du weißt, wo du hinkommst, wie du hinkommst. Und trotzdem gibt es auch wirklich so viel. Also man fühlt sich richtig, richtig wohl auch irgendwann. Da ist man, wenn man angekommen ist, dann ist es dann einfach so ein bisschen das Gefühl, man kennt schon alles. Also natürlich nicht, aber wie gesagt, also man fühlt sich wirklich wohl, weil es einfach auch nicht so groß ist.
kannst du dir echt erlaufen. Ne? Also ja, im Gegensatz zu Fall, Natur kannst du sowas vergessen. Also, aber das ist schon erleichtert natürlich dann auch die Orientierung. Erlaufen oder aber auch mit dem Bolt fahren ist relativ günstig. Roller habt ihr. E-Roller, ja. Und natürlich auch die Tram könnt ihr auch immer nutzen. Ist auch günstig. Also stimmt, das ist auch noch ein Tipp für die Vorbereitung. Also holt euch einfach so eine Karte, bekommt ihr zum Aufladen und es kostet immer eine Fahrtkosten, glaube ich, irgendwie um die 55 Cent, ja, 60 Cent habe ich im Kopf. Und die ist aber natürlich, also einmal drauflegen die Karte und du fährst dann, kannst die ganze Bahn einmal abfahren. Wenn du natürlich nur bis zur nächsten Haltestelle fährst, ist es natürlich lohnt sich lieber laufen. Nicht. Aber ja, auf jeden Fall, ihr kommt gut mit der Bahn hin und her. Kann man im Tabakladen erwerben. Ja. Genau. Kostet nicht viel am Anfang. Einmal, ich glaube 5 oder 10 Euro. Nee, 12 Euro und dann sind schon 10 Euro drauf. Genau. Und dann prepaid. Genau. Es gibt auch noch Stationen, wo Fahrräder abgestellt sind. Es geht, glaube ich, mit derselben Karte, aber da muss man noch was freischalten. Und da kann man sich dann Fahrräder freischalten und dann ganz gemütlich mit dem Fahrrad an einen anderen Ort fahren. Und ich glaube, immer eine halbe Stunde ist sogar kostenlos und so. Und in einer halben Stunde bist du eigentlich auf jeden Fall in dem Ort, wo du sein möchtest. Ja. Genau. Und letztes Highlight möchte ich nochmal erwähnen, wirklich die ganzen Trips, die ihr dort machen könnt. Wirklich vergünstigt. Ihr könnt so viel von Spanien, ihr könnt nach Portugal, ihr könnt so viel erleben, so viel sehen, die Balearen, wie wir zum Beispiel erkunden. Und es lohnt sich wirklich. Also man kann in einem halben Jahr, ich glaube, so viel wie wir in dem halben Jahr erlebt haben, haben wir in den letzten 10 Jahren gefühlt nicht erlebt. Also es lohnt sich wirklich. Wunderbar. Also insgesamt machen? Ja, machen. Auf jeden Fall. Absolut. Komm, okay. Alles klar. Lieben Dank euch. Gerne.